Herr Minister, welche Gespräche fanden mit welchem Ergebnis seit dem 14.06.2010 zwischen dem Landkreis Ückerando und der Landesregierung zum Thema Schwerlastverkehr auf der B104 statt? Herr Abgeordneter, mein Haus stand und steht mit dem Landkreis Ückerando im ständigen Kontakt. Zuletzt wurde auf der Dienstberatung am 10.11., also vor gut einer Woche, zu diesem Thema miteinander gesprochen. Dabei wurde die aktuelle Verkehrssituation auf der B104 beraten. Ergebnis des Gesprächs war unter anderem, dass die Voraussetzungen für eine Tonnagebegrenzung auf der B104 nicht erfüllt seien. Wir werden da jedenfalls noch mal nachhaken. Nachfrage. Am 29.11. lädt der Landkreis Neustrelitz zu einem, ich sage mal, Krisentreffen B104 bezüglich ein. Werden Sie an diesem Treffen teilnehmen und wird dieses Treffen öffentlich sein? Also mein Haus wird auf jeden Fall teilnehmen. Ob der Charakter jetzt einer öffentlichen Veranstaltung gegeben ist, kann ich Ihnen jetzt ad hoc nicht sagen. Sie persönlich? Ob mein Haus teilnimmt, das ist sicher. Ob ich persönlich daran teilnehmen kann, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Zweite Zusatzfrage. Mit welcher Zielsetzung fährt Ihr Haus zu diesem Treffen? Herr Minister, einen kleinen Moment. Sie haben nachgefragt, die persönliche Teilnahme. Das war die zweite Zusatzfrage. Gut. Bitte Sie jetzt die Frage 11 zu stellen. Welche Gespräche fanden mit welchem Ergebnis seit dem 10.06.2010 zwischen der Landesregierung und dem Bund zum Thema Schwerlastverkehr auf der B104 statt? Hier gilt Gleiches. Auch mit dem Bund stehen wir im regelmäßigen Kontakt. Denn es geht hier nicht nur um die B104, sondern mehrere Stellen im Land sind hier negativ tangiert. Und zuletzt haben wir mit dem Bund auf Abteilungsleiterebene am 14. Oktober diesen Jahres gesprochen. Das Ergebnis dieser Besprechung ist, dass der Bund eine Entscheidung auf der Grundlage der laufenden Verkehrszählung 2010 in Aussicht gestellt hat, uns angekündigt hat und um Vorlage der Zahlen gebeten hat. Sobald diese Zahlen dann auch vorliegen, werden wir sie dem Bund übermitteln und mit dem Bund dann weitere Maßnahmen besprechen. Zusatzfrage. An diesem Treffen in Neustrelitz, mit welcher Zielsetzung wird Ihr Haus sich daran beteiligen? Halten Sie eine Bemautung der B104 für möglich oder halten Sie besser die Zusatzfragen sind nicht zu unterteilen. Herr Minister, die erste Frage, die Sie bitte welcher beantworten. Welcher Zielsetzung? Gut, sie bezieht sich ja eigentlich auch nicht auf meine Antwort auf die Frage und wäre dann eigentlich eine nicht zulässige Nachfrage. Das ist zumindest meine Position. Das Ziel ist ganz einfach und schlicht und einfach. Das müssten Sie eigentlich auch den Medien entnehmen können. Wir wollen alles versuchen, um die Belästigung und Belastung der Bewohner an der B104 und anderswo massiv zu reduzieren. Wir haben einen Bemautungsantrag beim Bundesverkehrsminister gestellt, zu dem wir noch keine konkrete Aussage haben. Wann wird es da eine Aussage geben? Das müssen Sie den Bundesverkehrsminister fragen.